Willkommen zu einer neuen Session von Underworld. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich kam gerade überhaupt nicht klar mit der Steuerung. Jo, wir wollten jetzt hier noch... Ich habe doch hier was blinken sehen. Da. Jetzt habe ich den auch schon aufgenommen. Dreck. Wir wollten hier noch weiter die Gegend erkunden. Und das machen wir dann auch noch. Dann gibt es abholen Level ab. Das wird schon wieder haarig. Aber zumindest. Vielleicht finden wir noch eine Quest. Ich bin mal gespannt, wo dieser Weg eigentlich hinführt. Oh nein, da waren Schamane mit bei. Oh, das war knapp. So, wechseln einen Heiltrank wieder zurück. Wie sieht es da eigentlich momentan aus? Sehr gut, okay. Okay, der hatte jetzt nicht Level 1, so wie sonst. Da ging jetzt die Taktik nicht so auf. Den ausschalten und dann den Rest. Ah, jetzt habe ich irgendeinen Scheiß aufgesammelt. So, da oben blinkt schon wieder irgendwas. Hallo. Der hat wieder Level 1. Verstehe ich nicht. Da bin ich echt gespannt, wo wir da jetzt hier landen. Kamera? Was ist jetzt hier los? Was ist das denn? Spiel? Hallo? Was ist das denn? Aber warum kann ich da jetzt nicht weiter? Kamera, was ist das denn? Oder soll das jetzt einfach das Ende darstellen? Oh, jetzt komme ich da schon wieder nicht runter. So, das ist ja bekloppt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bug ist.
Aber das gab es ja noch nie irgendwo. Ich meine, wenn ich das jetzt schon öfter irgendwo gehabt hätte, okay. Aber wozu diese lange Fahrt? Ach du Scheiße. Und dann ist da nichts. Oder beziehungsweise man darf nicht weiterlaufen. Das war jetzt ja ein bisschen verrückt. Ich liebe die Schmerzen anderer. No, ernsthaft. So, gucken wir mal, was hier oben noch ist. Wahrscheinlich, ja. Nur sind Weg hier lang. Okay. Gut, also falls dann da wirklich nichts mehr ist, dann haben wir das jetzt soweit zumindest bis zum Turm auch fertig erkundet. Hier ist eventuell auch noch irgendwo dann was, aber ganz ehrlich. Drauf geschissen erstmal. So, dann kommen wir wieder in das etwas schönere Gebiet. Gehen wir einfach mal hier oben am Rand lang. Ach, das würde ich doch auch wieder nicht mitnehmen. Okay, hier ist wirklich genau Ende an der Brücke. Damit hätte ich ja nur nicht unbedingt gerechnet. Dann vermute ich mal fast, dass es hier auf der Seite in der Richtung auch nicht weit gehen wird noch. Ah!
So viel zu meiner Vermutung. So, ein High Trunk, den nehme ich gerne. Interessant, dass hier noch so eine Art Gasse kommt. Aha. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hier landen. Ich werde doch wohl nicht verlieren. Oh, da ist ja was Goldenes, sehe ich jetzt erst. Ich finde es interessant, dass man hier nicht weiterkommt, aber hier können wir gerade bis zum Rand laufen. Aber wozu, frage ich mich. Jetzt geht es hier auch noch runter. Das geht hier in das Waldgebiet. Ist das nicht genau der Anfang wieder? Wo die Höhle ist? Nee. Wozu? Als ob man hier vielleicht noch wegen der Quest irgendwie hin... könnte, aber... Das erschließe ich mir nicht ganz. Ach, grauer Punkt ist dann noch Gold, oder was? Okay, da kommen wir nicht weiter. Die Gegner in diesem Gebiet sind schwach. Keine Herausforderung mehr. Okay, dann haben wir das soweit auch erkundet. Dann würde ich noch gerne hier zumindest mal kurz einen Abstecher machen. Einfach rüberfliegen, querbeet, wenn es geht. So, weiter geht's. Können wir vielleicht auch ein bisschen noch nebenbei Landmasse hier erkunden. Einfach bloß für die Statistik. Thank you.
So. Hallo Gruppe. Große Gruppe. Okay, trotz Boost geben die ziemlich wenig Erfahrung im Vergleich dann. Na, dann nicht. Abschaum wie du ist schuld daran, dass diese Welt so langweilig ist. So, na gut, hier könnte ich zwar schon rüber. Ich frag mich, ob wir überhaupt so einfach reinkommen denn. Hier sieht's ganz gut aus. Widerliches Monstergeschmeiß! Interessant, wie viele Wege es hier noch gibt. Ah, das könnten die drei wieder sein. Zeit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten, Wurm! Töte zwei weitere, jo, das sind so Monsterinsekten. Nun ist der Schleimwurm dran. Die Königin der Schleimwürmer verkriecht sich in einer düsteren Höhle. Bei ihr dürft ihr ebenso wenig Gnade walten lassen. Und auch in diesem Fall möchten wir einen Beweis sehen, dass ihr sie wirklich besiegt habt. Doch nehmt euch nach, diese Kreatur des Bodens ist gefährlicher, als sie aussieht. Ich werde die Sache erledigen, aber ich bin bald wieder zurück. Und dann rate ich dir, deinen Goldbeutel griffbereit zu halten. Nichts im Leben ist umsonst. Keine Sorge, es ist gleich vorbei. Hoffentlich gibt die gute Erfahrung. Jo. Solange der Erfahrungsboost noch da ist, sollten wir wirklich noch ein bisschen kämpfen. Auch wenn es kaum noch was bringt. Aber verkommen lassen will ich das jetzt auch nicht. Und wieder eine Höhle. Jetzt überlege ich gerade, ob diese in der Höhle bei der Stadt, da waren wir ja drin und da war ja irgendwie nichts, glaube ich.
da dann eventuell der nächste Punkt ist. Und tschüss. Ihr habt uns nicht enttäuscht. Auch die zweite Kreatur der Dunkelheit habt ihr vernichtet. Dafür bekommt ihr weitere Erfahrung. Und nun macht euch bereit für das letzte Wesen der Dunkelheit. Es handelt sich um eine Insektenlarve. Ha, cool. Ich glaube, den haben wir jetzt erwischt, obwohl wir ihn noch gar nicht erwischen konnten. Noch ein Monsterinsekt müsst ihr für uns töten, die Insektenlarve. Wir haben uns die schauerlichste Kreatur zum Schluss aufgehoben, damit ihr nun eure höchste Prüfung bestehen könnt. Die Insektenlarve wird euer letzter Gegner sein. Doch auch von ihrem toten Körper möchten wir ein Stück sehen, damit wir euch Glauben schenken und unserem Herrn von unserem Sieg über die Kreaturen der Finsternis berichten können. Tatsache, es ist die Höhle. Okay, Folgenpäuschen, Spitze bedanke mich. Bis denn.